entspannte Skitour mit ein paar alten Freunden von dir. Es wird dir gut tun zur Abwechslung. Mir auch übrigens. Ja, das wird super. Am Abend zusammensitzen, mit den alten Zeiten quatschen und morgen geht's dann raus. Wird ein Hammertag morgen, ne? Tut, damit neide ich euch echt drum. Das muss doch eine Ewigkeit her sein, dass ihr in München miteinander studiert habt. Da kommen sie. So, Dachboden ist fertig. Schaut super aus. Ich bin ganz neidisch. Schaut viel besser aus als mein Zimmer. Ist doch schön. Dr. Stubben. Hey, Dr. Gruber. Mann, komm mal her. Schön, dich zu sehen. Oh, wie lange ist das her? Hermine und ich haben gerätselt. 6 Jahre? Das müssten 7 gewesen sein. Das war der Kongress in Salzburg. Wahnsinn. Hallo. Hermine. Hey, Hans. Servus. Grüß Heiko. Dich. Mein Gott. Schön. Schön, dich zu sehen. Grüß dich. Du bist Lilly, oder? Ja. Wahnsinn, bist du groß geworden. Oh. Entschuldigung, das ist peinlich, ich weiß. Das haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr gehört. Ja, wollen wir reingehen? Die Mama freut sich schon, sie würde dich gleich gern sehen. Gerne. Geht's schon mal rein, gell? Ja. Ist ja ein Paradies hier. Ja, Wahnsinn. Und euch hat's wieder nach München zurückverschlagen. Ja. Und dann würden wir hier das Schneefeld queren und dann da abfahren. Das ist eine schöne, einfache Tour. Und wieso dann die Lawinensuchgeräte? Das gehört bei jeder Skitour dazu. Ich erkläre euch dann, wie das funktioniert, okay? Ach so, und 2 Bekannte von uns, die gehen noch mit, der Tom und die Nina. Die sind ein bisschen jünger als wir, aber das passt eigentlich gut zusammen. So. Wow. Nachspeise. Das sieht ja toll aus. Warum sind Sie eigentlich nicht auch Arzt geworden? Oh, gute Frage. Ja, ich habe in Silvesterferien oft bei einer Pharmafirma gearbeitet, Sendion Pharma. Und ja, das hat mir irgendwann so gefallen, dass ich von Medizin auf Biochemie gewechselt bin. Ja, jetzt kommst du nicht zu den Sendion, die Firma, die jetzt befördert. Jetzt bist du, was bist du jetzt? Entwicklungschef ist er. Ha? Entwicklungschef. So, welch Glanz in unserer Hütte, ein erfolgreicher Pharmazeut und eine unglaublich charmante, international erfolgreiche und promovierte Historikerin. Und der weltbeste Arzt weit und breit. Ja, komm her. Tja, wir hätten schlechter treffen können, was? Ja. Wo ist meiner? Ja. So, schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung. Danke. Ruhe. Es wird ein Traum. Hammer Wetter, oder? Ja, jetzt sind sie da. Ach so, na, endlich. So, machen wir mal einen Batterietest. Heiko. Einer hier. Passt. Morgen! 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 Servus, ganz schön auf den letzten Drücker, oder? Entschuldigt, da war noch ein Notfall in der Werkstatt. Ein Schneemobil von der Bergrettung, das musste ich sofort machen. Auf alle Fälle. So, kurze Vorstellungsrunde. Das ist Hermine und das ist Heiko, das sind Freunde von uns. Das ist die Nina, der Tom hier aus dem Ort. Ja. Hi, freut mich. Ich auch. Ja gut, dann packen wir es gleich, dass wir hinten raus nicht in die Dunkelheit kommen. So, Hermine, das sind deine. War schon in vorgeschichtlicher Zeit besiedelt. Die Kelten und die Germanen waren längst vor den Römern hier. Das wissen die meisten nicht. Es ist aber so. Und woher weißt du das? Ich bin Historikerin. Ich habe meine Doktorarbeit darüber geschrieben. Wow. Die Kelten haben hier früher schon Salz abgebaut. Und das alles ohne Schneemobile, ha? Alles okay? Ja, alles okay, es war nur gerade. Auf geht's, komm.
Seid ihr eigentlich verheiratet? Nee, aber verlobt. Wir kennen uns schon seit der Schule. Ja, die beiden waren ja immer das Vorzeigepaar. Ja, war wohl so vorherbestimmt. Und wann ist die Hochzeit geplant? Im Sommer. Na gut, pack's zusammen. Dann fahren wir ab. Haltet einfach ein bisschen Abstand voneinander, ja? Alles klar. Okay, bis gleich. Bis gleich. So, du bist die Nächste. Schauen wir mal, wer als Erster unten ist. Ja, lass mich mal nicht alleine. Keine Sorge. Hammer! Oh, Hammer! Hey! 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 Sag mal! Die Hermine, ha? Ja gut, die hat den Tom dabei. Entschuldige. Nicht schlecht. Oh. Herrlich! Magst du einen Schluck Wasser? Oh, ja, gerne. Danke. Was hat er vor? Ist er verrückt? Das kann wohl nicht wahr sein. Wer setzt denn ab da rum im Taxi? Wir fahren jetzt ganz langsam ab, okay? Ganz langsam. Martin! Martin! Wir sind da!
Halt! Rat dich aus! Alles gut? Ist der Martin. Halt klar! Geht's? Komm her! Gott sei Dank. Hermine! Wo sind die anderen? Die sind wahrscheinlich weiter unten verschüttet. Der Lawinenairbag hat offenbar nicht ausgelöst. Bergrettung ist alarmiert. Kommt noch was nach? Na, na, ist alles gut. Wir werden sie finden. Wir suchen jetzt beim Piepsen, bis wir ein Signal haben. Wir finden sie. Wir kommen gleich. Alles klar? Ganz gut. Hermine! Der Lawinenpiepser. Oh, ich hab ihn nicht. Wie was, du hast ihn nicht? Er ist nicht da. Hier! Piepser! Halt! Der Piepser und der Hermine. Ich hab den verloren, Herr Lewis. Verdammt. Wenn wir die nicht bald finden, haben wir keine Chance mehr. Ich will auf alle Fälle weitersuchen. Weitersuchen, Jungs! Wir haben nicht mehr viel Zeit, es wird gleich dunkel. Aber wir müssen sie finden! Ich will auf keinen Fall aufhören zu suchen. Okay, ja? Weitersuchen! Ina, wir tun, was wir können, okay? Die kann uns nicht hören, ja? Die Schneedecke ist viel zu dicht. Die werden uns suchen. Okay? Mit Sonnen. Nee. Wir werden das überleben. Das verspreche ich dir. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Schritt! Schritt! Was ist? Es ist kalt. Kalt. Was ist? So. Gib mal wie hin. So, mach grad. Okay? Ja. Ist besser? Okay. Ja. Schritt! Schritt! Andi. Andi hört. Andi, wir brechen ab. Das hat keinen Sinn mehr. In einer halben Stunde wird es dunkel. Das Wetter ist auch schlecht. Schaut, dass es da wegkommt. Jawohl, verstanden. Wir brechen ab. Männer, ihr habt es gehört. Die Einsatzleitung hat abgebrochen. Scheiße. Wir suchen seit 4 Stunden. Das Wetter wird schlecht. Es wird gleich dunkel. Das hat keinen Sinn mehr. Das können die nie überlebt haben.
müssen Sie ihnen sagen. Schau mich an, schau mich an, schau mich an, schau mich an. Wir schaffen das. Das verspreche ich dir. Aber wir müssen sehr sparsam mit dem Sauerstoff umgehen. Also ganz ruhig atmen. Okay, ganz ruhig atmen, ganz ruhig atmen. Dann schaffen wir das. Das hat keinen Sinn, wir brechen ab. Warum hören die auf? Warum hören die auf? Warum hört ihr auf? Mine liegt da drin, es ist nicht meine Frau. Letzte Woche war so ein Typ mit dem Motorrad. Und eigentlich kam es mir sofort bekannt vor. Und so davor sitze ich. Das ist das Motorrad von meinem Vater. Das alte Motorrad, das er verkauft hat, als ich geboren wurde für die Babyausstattung. Und das ist die Maschine, von der mir immer erzählt hat. In meiner Werkstatt. Siehst du den? Ja. Das ist, wie wir viel zu weit unten gesucht haben. So weit oben? Ja. Du meinst, wenn der Hohlraum unter dem Stein wäre? Könnte ja sein. Wir müssen es auf alle Fälle probieren. Okay. Kannst du abziehen und nochmal landen, bitte? Okay, ich drehe ab. Danke. Heiko und Nina, wir landen jetzt nochmal. Hey, schön wach bleiben, schön wach bleiben, ja? Schau mich an, schau mich an. Schau mich an. Ich hab gehört, kurz vorm Tod sieht man Lichter. Von weit weg. Ich seh noch nicht.
Okay. Und wie sieht's aus? Er atmet sie nicht. Okay, Armbeutel vorbereiten, intubieren, eventuell tragefertig machen. Ja. Tom, komm. Atmen? Noch nicht. Okay. Okay. Tom! 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 Okay, atmen. Kümmert euch um ihn. Voll. Tage! Okay, Moment. Das Krampfbeutel ist vorbereitet. Okay. Gib Gas. Gib mir zwei. Go. Jetzt gib mir zwei. Ja. Komm, komm. Wir haben sie wieder. Sie ist wieder da. Okay, aus Konzentration, wir machen weiter. Hier, wir machen den Transport fertig. Alexander, Patient 27 Jahre, Lawinenopfer, drucksystolisch 90, Puls 110, Sättigung unter 2 Liter stabil. Kannst du bitte übernehmen? Okay, in die 1 mit ihm. Bitte umlagern. Kollege, Lawinenopfer, weiblich 38, drucksystolisch 90, Puls 110, intubiert, beatmet, Sättigung unter 95. Okay. Gut, ich übernehme. Danke. Wir lagern dann um auf mein Kommando. Bei 3, 1, 2, 3. Jawohl. Wie lange dauert das denn noch? Ich drehe langsam durch. Kammer flimmern. Geladen? Geladen. Weg. Schuss. Immer noch Kammer flimmern. Geladen? Geladen. Weg. Schuss. Und? Es ist alles unter Kontrolle. Die beiden sind stabil. Wir hatten am Anfang Sorge, dass es aufgrund der Sauerstoffunterversorgung eventuell zu schweren Hirnschäden gekommen ist. Aber davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus. Tom hat leichte Erfrierungen an den Füßen. Und Lamine hat einen Kreislaufzusammenbruch. Aber es ist alles gut. Sie sind stabil. Wir haben alles unter Kontrolle. Danke dir. Also, das heißt, die beiden werden wieder gesund, ja? Davon gehen wir jetzt erstmal aus. Die beiden haben ein Beruhigungsmittel bekommen. Die schlafen jetzt erstmal. Und morgen früh werden wir weitere Tests machen. Soweit alles gut. Leute, wir hatten so ein Glück, dass wir da heil runtergekommen sind. Das ist ein Wunder. Kann ich Sie sehen? Klar. Bist du heim? Ja. Na, dann kommt. Ich bin so froh, dass euch nichts passiert ist. Die Polizei sucht bereits nach dem Piloten und den beiden Snowboardern. Diese Vollidioten. Die werden wirklich eingesperrt. Ich meine, ihr hättet alle tot sein können. Ja. Heiko schläft jetzt. Gut. Es ist wirklich ein Glück, dass euch nichts passiert ist. Das ist schlecht.
Wäre fast gestorben, ja? Jetzt fragen Sie mal nach, ob die Sitzung nicht verschoben werden kann. Danke, Frau Thaler. Ja, wir können. Was sagt der Arbeitgeber? Ach, ja. Bitte fest mal nach, ne? Ja. Servus. Ciao. Lilly! Mama's me. Ciao. Vierti. Ja, hoffen wir's. Alles klar. Vierti, Toni. Weißt du was, Mama? Wir haben jetzt den Piloten gefunden. Der hat einen Haufen Geld dafür bekommen, dass er die beiden Idioten da rauflegt. Weiß man denn schon, wer die beiden sind? Na, das wissen sie nicht. Solche Arschlöcher da echt. Martin, nun zu Hermine Stuben. Keine inneren Verletzungen, Röntgen und CT unauffällig. Und das Labor ebenfalls. Keine Hinweise auf Organschäden. Na, ist doch gut. Allerdings wäre es beinahe gestern Nacht wieder passiert. Was? Erneutes Kammerflimmern. Okay, habt ihr sie geschockt? Nein, sie hatte Besuch. Von ihrem Lebensretter. Danach war wieder alles tippitoppi. Mhm. Romantisch, oder? Wir sollten heiraten. Nee, nee, Kollegen, das ist nicht romantisch. Frau Stuben ist glücklich verheiratet und Herr Ostermeier hat eine Freundin auch glücklich liiert. Und der wird auch bald verheiratet sein, also. Also doch, keine Romantik. EKG seid ja unauffällig, also das war wahrscheinlich eine nachgelagerte Stressreaktion, keine Ahnung. Sie liegt auf der Intensiv und ist stabil. Könnte eigentlich entlassen werden. Ich würde sie aber trotzdem an ein mobiles 24-Stunden-EKG hängen. Das ist eine gute Idee. Nicht, dass uns was durchrutscht, ne? So, Kollege Ostermeier. Schau's dir an hier. Vitalwerte sind gut, Labor, unauffällig. Wegen seiner Erfrierung wird er noch ein, zwei Tage bleiben müssen. Allerdings. Hier. Martin, sein Schädel-CT. Eine winzige lokale Läsion. Grenzt an die Hirnhäute. Vermutlich eine Auswirkung des Sturzes. Okay. Können wir ein Hirn-MRT ohne Kontrastmittel machen? Das wird aber eine Weile dauern. Weil? Ach so, Hochsaison. Mhm, Hochsaison. Dr. Probe. Dr. Fenrich. Schatz. Tschüss. Danke. Guten Morgen. Na? Guten Tag. Na, wie ist es? Geht's dir gut zu dir? Okay. Das sieht jetzt alles erstmal sehr gut aus. Wie fühlst du dich? Irgendwie so, als wäre ich noch gar nicht richtig da. Ich muss immer daran denken, wie das war unter der Lawine. Irgendwann, da akzeptiert man das, da kämpft man nicht mehr dagegen an, da will man nur noch, dass es schnell vorbei ist. Ohne Tom wäre ich jetzt tot. Der war heute Nacht hier, ne? Ja. Hab ich gehört. Hör zu, Hermine, wenn jemand das erlebt hat mit der Lawine, wie du, wenn du damit nicht klarkommst, was passiert ist, oder so besprechen möchtest, dann gibt es hier Psychologen, gute Leute hier im Haus. Ich möchte nur, dass du Bescheid weißt. Vielen Dank. Wofür? Hey. Hey. Ich hab dir Saft mitgebracht. Magst du einen? Danke, später vielleicht. Du siehst heute schon viel besser aus. Wie war die Nacht? Gut. Ich habe geschlafen wie ein Baby. Schön. Ich habe wirklich Angst gehabt, dich zu verlieren. Das wird, glaube ich, noch eine Weile dauern, bis ich verstehe, was da wirklich passiert ist.
dir schaden lassen, oder? So, Martin. Was glaubst du, wie lange muss ich auch hier bleiben? Ja, ich würde dich am liebsten heute schon entlassen, Amina. Aber? Aber du hattest gestern bei der Einlieferung ein Kammerflimmern. Das sagst du uns jetzt? Heiko, da du keine Vorerkrankungen auf dem Gebiet hast, ist dieses Kammerflimmern der Unterkühlung und dem Sauerstoffmangel geschuldet. Dazu kam in dieser Nacht noch Anzeichen einer Tachykardie. Nehme ich an, aufgrund des Stresses. So, das heißt, du kriegst jetzt um 24 Stunden EKG. Ja, das ist nur eine Kleinigkeit, eine minimale Geschichte. Kriegst du einen kleinen Kasten, bist mobil. Es dient zur Sicherheit. Am liebsten wäre mir, wenn du noch 2 Tage hier bleiben könntest. Ja, bei uns am Hof am besten, oder? Das klingt gut. Das geht nicht. Ich muss nach München morgen. Die Aufsichtsratssitzung ist morgen früh. Nein, wenn ich einfach noch ein paar Tage hier bleibe. Ich lasse dich nicht allein. Habt ihr in München einen guten Kardiologen? Ja, Dr. Bettermann. Bei dem war ich letztens im Checker. Dann machen wir es so. Du nimmst sie mit. Ich rufe den Kollegen Bettermann an. Der soll das EKG auslesen. Gut. Und so es geht, soll sie dort zur Beobachtung bleiben. Jetzt kommt gleich eine Schwester und zeigt ihr noch, wie das genau funktioniert mit dem EKG. Und ich versuche, den Kollegen zu erreichen. Bettermann, danke. Du passt auf beim Fahren, ja? Ja. Gut. Und ihr meldet euch, wenn ihr da seid. Mach ich. Danke. Mach dir keine Sorgen. Es wird alles gut. Tschüss. Ciao. Ihr meldet euch. Schau mal, was die unten alles hatten. Nutzen wir die Zeit und planen unser großes Fest. Ja. Du hast wirklich Glück gehabt. Es war eigentlich ganz schön, die wiederzusehen, oder? Also noch. Trotz allem. Ja. Bist du ein Kaffee? Was ist? Also, ganz ruhig atmen, ganz flach atmen. Ja, ja, wir fahren zurück, ja? Was ist passiert? Ich krieg keine Luft mehr. Schau mich an, Hermine. Okay, einfach ruhig weiter. Versuch ruhig weiter zu atmen. Okay. Einfach ruhig weiter atmen. Willst du es nehmen? Ja. Lilly, komm, brauchst Sauerstoff. Okay. Einfach weiter atmen. Okay, Pulsox im Zugang, Lilly, danke. Ja. So, jetzt kriegst du Sauerstoff, Hermine. Einfach ruhig. Sauerstoff läuft. Du musst schon spüren. Herz, ja? Kommt. Da ist der Rumkrankmann. So, gut. Geht schon besser, ja? Okay, einfach ruhig weiteratmen. Was ist los mit dir?
Puls ist extrem hoch. Tamina, leg dir jetzt einen Zugang. Mhm. Du kriegst eine Infusion, das wird sie ein bisschen stabilisiert. Und ich rufe deine Kunden an. Also ich kümmere mich um alles. Oh, und morgen früh hole ich dich nach Hause. Ich muss aber morgen früh um 9 noch zum MRT. Bist du deiner Sicherheit? Mach dir keine Sorgen. Ich liebe dich. Bis morgen. Ich dich auch. Hermine, alles gut. Jetzt kann dir überhaupt nichts mehr passieren. Du bist auf der Intensivstation. Bitte ist alles safe. So, wir vernehmen den Sauerstoff, danke. Okay, du müsstest dann uns ein bisschen helfen, damit wir dich ins andere Bett rüberkriegen. Sobald wir soweit sind, okay? Gut. Okay. So, Freunde, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass wir nichts gefunden haben, Hermine. Die schlechte Nachricht ist, dass wir tatsächlich nichts gefunden haben, was deine Symptome erklärt. Geht's auch ein bisschen genauer? Ja. Es gibt keinerlei Hinweis auf einen Infarkt, auf eine eventuelle Schädigung des Herzmuskels oder eine Infektion. Organisch ist bei dir alles in Ordnung, Hermine. Das Einzige, was verrückt spielt, ist dein Kreislauf und wir wissen nicht, warum. Und die medizinische Erklärung ist welche? Dass wir jetzt erst mal warten, was das Herzecho ergibt und dass wir das Dauer-EKG noch laufen lassen. Und meiner Meinung nach ist das Ganze ein Stressphänomen als Reaktion auf diesen ganzen Wahnsinn auf dem Berg. Ihr findet nichts, also muss es die Psyche sein. Heiko, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind als Reaktion auf emotionale oder posttraumatische Stressbelastungen. Hinlänglich bekannt, wissenschaftlich erforscht. Und das weißt du. Ja, tut mir leid. Ich finde, das klingt logisch. Absolut. Ich hatte immerhin stundenlange Angst zu sterben. Was schlägst du vor? Dass du diesmal jetzt tatsächlich hier bleibst zur Beobachtung, dass wir abwarten und schauen, was das Ergebnis von der EKG ist. Ja, und es ist ein doofer Satz, dass wir hoffen, dass wir morgen mehr wissen. Fahr du nach München. Ich schaff das schon. Wirklich. Ja? Okay. Ich rufe mal eben in der Firma an und sag denen, dass ich unterwegs bin. Komm doch wieder. Alles klar. Kann ich Tom sehen? Ich glaube, es ist im Moment einfach gut, wenn du ein bisschen Ruhe hast. Gute Nachrichten. Hm? Wir haben jetzt die beiden Snowboarder gefunden und werden sie wegen fahrlässiger Körperverletzung drankriegen. Sehr gut. Alles klar? Ja. Ich bin nur kurz im Stall, gell? Hans? Tom und Nina. Bei denen läuft alles rund, ne? Alles gut. Die werden heiraten, hast du schon vergessen? Nee. Warum fragst du das? Weil? Weil ich mir Gedanken mache, Mama. Und wegen was? Weil Tom und Hermine, die wären fast ums Leben gekommen in der Lawine. Mhm. Und jetzt habe ich Angst, dass da zwischen den beiden etwas entsteht, was nicht gut ist. Ich verstehe schon. Ja, aber der Heiko ist doch einer deiner besten Freunde. Da kannst du dir nicht einfach zuschauen. Ja,
Deswegen mache ich mir Gedanken. Mama. Also sind wir uns einig, dass es sich bei der Patientin um eine Stresskardiomyopathie handeln muss? Ja, der Unfall hat sie traumatisiert und die angeschlagene Psyche wirkt sich auf den Körper aus, ja. Mhm. Dr. Gruber? Ja. Diagnose Stresskardiomyopathie, schließen Sie sich dem an? Ja. Ja, und wie können wir ihr helfen? Pass auf, Freund, ich habe hier dreimal EKG von Hermine Stuppen. EKG 1, die erste Einlieferung. Die Patientin ist tachykard. Sie trifft auf Tom Ostermeier. Die Patientin beruhigt sich. EKG 2, gestern, ich war dabei. Patientin ist tachykard, sie haben sich getroffen, die Patientin beruhigt sich. Hier drittes EKG, der Ausdruck vom 24-Stunden-EKG, welches die Patientin bei sich trägt, 0.30 Uhr. Hermine geht rüber zu Tom, das wissen wir von Schwester Isabel. Hier, die Patientin beruhigt sich. Tja, Zufall? Nun ja, wir wissen aus der Traumaforschung, dass es solche symbiotischen Verbindungen nach einer Nahtoderfahrung gibt. Der eine kann nicht mehr ohne den anderen leben, oder glaubt es zumindest. Ja, das ist wie bei euch. Genauso ist es hier. Sind die beiden zusammen, geht es ihr gut. Sind die beiden getrennt, geht es ihr schlecht. Ja, super. Was haben wir hier für einen Therapieansatz? Ich meine, aneinanderketten? Ja, in eurem Fall heiraten. Hier sieht etwas anders aus. Wir müssen aufpassen. Hermine ist akut psychisch belastet. Das heißt, durch eine etwaige Stressreaktion könnte es zu einem Herzstillstand kommen. Das müssen wir natürlich vermeiden. So, ich schlage vor, sowohl Tom als auch Hermine bleiben gemeinsam hier. Und zwar so lange, bis sich die Tachykardien von Hermine wieder gelegt haben. Okay? Ich teile Ihre Einschätzung, Dr. Gruber. Gut. Mhm. Muss Ihnen aber leider einen Korb geben. Tom Ostermeier wird in diesen Minuten entlassen. Sein Zimmer ist bereits wieder belegt und freie Kapazitäten haben wir in den kommenden Tagen auch keine. Ist doch großartig. Martin, du kannst ja mit zu dir auf den Hof nehmen. Alexander, Hermine ist mit einem Freund von mir verheiratet. Tom und Hermine entwickeln Gefühle füreinander. Was glaubst du, was los ist, wenn da was passiert? Also doch Romantik. Dr. Fendrich, wie stehe ich denn da, wenn da wirklich was passiert? Ja, vermutlich schlecht. Aber Sie sind nun mal Frau Stubbens Arzt. Hm? Tom, ich muss aufhören. Alles klar. Ja, danke. Bis gleich. Ja, er kommt. Du magst ihn, ne? Er hat mir immerhin das Leben gerettet. Ja, das hat er. Aber ich hab's schon mal versucht, dir zu erklären, Hermine. Schau, Menschen, die gemeinsam eine Nahtoderfahrung hatten, die sind einfach enger miteinander verbunden als Menschen, die das nicht hatten. Wenn ich die Panikattacken bekomme, habe ich das Gefühl, dass nur er mir helfen kann. Es ist einfach so. Durch eure posttraumatische Belastung sind eure Gefühlswelten einfach durcheinander. Können wir uns bitte darauf einigen, dass du wahrscheinlich hier Dankbarkeit mit Liebe verwechselst? Geht das? Bitte. Gut. Hey! Hi! Habe ich was nicht mitgekriegt? Martin hat angerufen. Hermine hat immer noch ihre Herzprobleme. Hm. Ja, und? Und er will, dass ich in ihrer Nähe bin, weil sich durch die Lawine so eine Art Urvertrauen zwischen uns eingestellt hat. Bitte? Na, auf jeden Fall ist es so, dass sie die Herzanfälle nicht hat, wenn sie mit mir zusammen ist. Das hat das EKG bewiesen. Oh. Und rein zufällig hast du ihr auch die ganze Zeit schöne Augen gemacht. Oh, die alten Kelten, wirklich? Wie spannend! Nina. Mann, du musst dich erholen. Wir haben noch nicht mal die MRT-Ergebnisse. Ich würde nicht fahren, wenn es nicht wirklich wichtig wäre. Ich bin auf dem Gruberhof. Weißt du was, du kannst mich mal, Tom Ostermeier.
bitte. Martin, ich kenne den Tom gar nicht. Ich mag nicht, dass der in meinem Zimmer schläft. Ja, ich weiß. Es ist ein Notfall, Freunde. Ein Notfall. Das verstehen wir ja, aber du kannst es nicht einfach über unsere Köpfe hinweg entscheiden. Und wenn der Heiko dann auch wieder hier ist, wie soll das gehen? Dann teilen wir uns zu siebt ein Bad. Geil. Und das gehört auch zu deiner Therapie, oder? Schön, dass du da bist. Tom! Hi. Hi. Danke, dass du gekommen bist. Ist doch klar. Ja, Freunde, es gibt eine kleine Planänderung. Was ist denn für eine Planänderung? Ja, es ist so, dass es doch ein bisschen eng ist hier. Also jetzt zu sechst im Bad, wenn Heiko noch kommt, dann zu siebt im Bad. Ich würde gerne im Wilden Kaiser anrufen und fragen, ob die noch zwei Zimmer frei haben, ja? Was ist denn mit der Hütte von der Bergrettung? Die ist die nächsten Tage frei, das weiß ich. Da gibt es genug Holz zum Heizen, wir können ein bisschen was zu essen einkaufen. Ich glaube nicht, dass man sich irgendwo anders besser holen kann. Ja, nee, klar. Ist nur so, ich denke, vielleicht haben eure jeweiligen Lebensabschnittspartner dann vielleicht ein kleines Problem damit? Nein. Ist Hauptsaison. Welcher Gasthof hat denn da zwei Zimmer frei? Ist ja nur für ein paar Tage, solange bis es mir wieder besser geht. Ich habe mein Handy dabei. Wenn irgendwas ist, rufe ich dich an. Ich packe ein paar Sachen zusammen. Ja. Du hast es im Griff, ja? Du weißt, was ich meine. Hm? Ja. Gut. Also dann. Danke. Tschüss. Ciao. Ihr gebt Bescheid. Ich rufe dich an. Ja. Geht doch. Irgendeine Ahnung, was wir hier tun? Einen ärztlichen Ratschlag befolgen? Du weißt genau, was ich meine. Ja. Wenn es so sein soll. Wir wären beide fast gestorben. Wir müssen das jetzt noch verarbeiten. Und das, was wir fühlen, das wird verfliegen. Und wenn nicht? Die Geschichte, die du mir von deinem Vater und dem Motorrad erzählt hast, als wir unter der Lawine waren, wie sind die eigentlich ausgegangen? Ich hab's meinem Kunden abgekauft. Nina ist total ausgeflippt, weil das Geld aus der Hochzeitskasse war. Dein Vater war bestimmt überglücklich, als du ihm das Motorrad geschenkt hast. Er ist abgehauen, als ich 10 war. Keine Ahnung, wo er ist. Es tut mir leid. Meinst du, du kannst schlafen? Du bist ja da. Gute Nacht. Thank you.
Morgen. Du hast was von der Hermine und vom Tom gehört? Ja, sie hat gerade angerufen. Sie meint, sie hat das erste Mal seit der Hermine gut geschlafen. In getrennten Betten, sagt sie. Mhm. Meinst du, da läuft was zwischen den beiden? Ich hoffe nicht. Du, was ist denn, wenn die sich wirklich ineinander verlieben? Kann das sein, oder? Ich bin froh, dass der Heiko erst morgen kommt. Bis dahin habe ich die beiden wieder eingefangen. Morgen, ja? Ja. Hallo. Hi. Servus. Du wolltest erst morgen wieder da sein. Ja, konnte halt früher. Wie geht's Hermine? Gut, den beiden geht's gut. Die sind aber nicht mehr hier, die sind auf der Schienhütte. Warte mal. Du schickst die beiden auf eine einsame Berghütte? Warum? Ich hab sie nicht geschickt, Heiko. Das haben sie selber entschieden. Mir wäre es auch lieber, wenn sie in der Klinik wären, aber dass sie keine Betten frei, Hochsaison. Mhm. Es ist so. Hermine hat eine Stresskardiomyopathie und Dr. Kahnweiler, Dr. Fenrich und ich, wir haben beschlossen, dass Tom Snee ihr dabei hilft, das Trauma zu verarbeiten. Und das ist erstmal das Wichtigste, dass sie wieder gesund wird. Mhm. Mit einem anderen Mann in perfekter Winterromantik. Die beiden brauchen einander, damit sie gemeinsam das Erlebte verarbeiten können, ja. Ja. Hm. Weißt du was? Ich fahre da einfach hin. Ja. Du willst nicht hinterherfahren? Das ist die Praxis. Da warten andere Patienten. Was bei dem MRT rausgekommen ist? Nee. Martin meint, er ruft mich an, wenn die Klinik sich gemeldet hat. Hast du Angst, dass es was Schlimmes ist? Nein. Oh. Eine Überraschung. Ich habe dich erst morgen erwartet. Ich habe dich vermisst. Und du bist nicht an dein Telefon gegangen. Ja, es tut mir leid. Ich brauche gerade ein bisschen Zeit für mich. Alles gut. Martin hat mir alles erklärt. Komm. Schön, habt ihr es hier. Tom. Hi. Danke, dass du auf meine Frau aufpasst. Klar, ist doch selbstverständlich. Ja, ich muss mich entschuldigen, ich muss noch Holz hacken. Tut mir leid, das muss alles ein bisschen merkwürdig für dich sein. Ja, das stimmt. Ich liebe dich, Hermine, vergiss das nicht. Ich bin jetzt ein paar Tage auf dem Grubenhof, bis es dir besser geht. Komm, ich zeig dir die Hütte. Gerne. Alexander, schieß los. Ja, was sagt das MRT? Ist doch nicht dein Ernst, oder? Okay. Okay, ist es operabel? Ja, weiß Bescheid. Ich werde mit ihm reden. Danke dir. Martin. Tom. Hör zu, wir müssen reden. Jetzt sofort. Ja. Und Hermine, die bring ich mit, ja. Gut, okay, dann bis gleich. Ein was?
Ein Aneurysma. Tom, hier schau. Das ist eine krankhafte Gefäßerweiterung in deinem Vorderhirn. Größe ca. 2 cm. Das kann beim Unfall passiert sein. Du erinnerst dich vor unserer Tour und du hattest diesen leichten Schwindel. Mhm. Das kann wiederum ein Hinweis dafür sein, dass du das Ding schon länger hast. Ja, und? Würde mich ja nicht gleich umbringen, oder? Doch, Tom, wenn wir das Aneurysma nicht rechtzeitig entfernen, und zwar so schnell wie möglich, dann kann es sein, dass es platzt und dann wird es darauf hinauslaufen. Ja, dann mach das Ding raus, Martin. Das ist das Problem, Tom. Bei einer solchen OP kann es zu schweren Blutungen kommen. Das heißt, wir müssen ein Gerinnungsmittel verwenden. In deiner Krankenakte ist aber vermerkt, dass du allergisch reagierst auf natürliche Peptide. Und Cytomol ist genau so etwas. Und Cytomol ist der Wirkstoff von dem Gerinnungsmittel, das wir bei dir vor der OP verwenden müssen. Verstehst du? Ich werde verbluten ohne das Mittel bei der OP. Oder es bleiben schwere Folgeschäden, ja. Es tut mir leid, Tom. Aber das ist der Stand der Dinge. Soll ich Nina anrufen, wo sie herkommt? Tom? Hm? Soll ich Nina anrufen, dass sie herkommt und dich abholt? Nein. Nein, sag ihr bitte nicht. Ich will nicht, dass sie sich Sorgen macht. Ohne so eine OP? Was passiert? Ohne die OP wird das Aneurysma wahrscheinlich platzen und es wird vermutlich tödlich enden. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Eingriff gut geht? Das ist schwer zu sagen, Tom. Ich schätze zwischen 10 und 20 Prozent. Was würdest denn du mir raten? Ich weiß, dass die Chancen schlecht stehen, aber die OP ist deine einzige Möglichkeit. Ja. Gut. Dann mach einen Termin in der Klinik. Dann rufe ich in der Klinik an und leite alles in die Wege. Es werden noch ein paar Untersuchungen nötig sein. Und du musst spätestens morgen in die Klinik einchecken. Okay? Ich habe eine Lawine überlebt. Da werde ich so eine OP wohl auch noch packen. Tut mir leid. Danke dir. Kommst du klar? Martin gesagt? Alles gut. Ich muss nur morgen noch mal ins Krankenhaus wegen den Erfrierungen. Ist das Ernstes? Nee, die Wunden müssen noch mal gesäubert werden. Für die nächsten 2 Tage haben wir auf jeden Fall genug Holz jetzt. Holzverschlag gucken. Oh, das Werkzeug. Ah. Säge. Tom? Tom, was ist los? Was ist die denn? Tom, rede mit mir. Was hat Martin gesagt? Ich habe ein Aneurysma im Kopf. Man kann es operieren. Ich muss morgen in die Klinik.
wir stehen kurz vor der Zulassung. Das geht nicht, ja? Dann Sie klären das jetzt und rufen mich zurück. Danke. Nina, servus. Wo ist er? Du meinst? Ich meine Tom, mein zukünftiger Ehemann, der nicht mehr auf meine Anrufe reagiert. Machen die beiden gerade einen gesundheitsfördernden Mittagsschlaf oder was? Kommst du darauf, dass er hier ist? Ja, wo denn sonst? Auf einer einsamen Berghütte? Ja. Jetzt nicht wirklich, oder? Doch. Die sind auf der Skianhütte. Der Martin wird dir das erklären. Es geht einfach darum, dass es der Hermine schnell wieder besser gehen soll. Indem sie mit Tom schläft? Nina, jetzt bitte komm. Seine Augen haben geradezu gefunkelt, als er erfahren hat, dass er zu ihr soll. Jetzt reicht's mir. Heiko. So schnell konnte ich gar nicht gucken, wie er weg war. Hallo? Störe ich? Heiko, lässt uns bitte alleine? Ja. Du bleibst hier! Heiko, ich... Ist das auch Teil eurer Therapie, dass ihr zusammen vögelt? Heiko, ich habe das nicht gewollt. Pack deine Sachen. Sofort. Jetzt! Das kann ich nicht. Tom ist krank, er hat ein Aneurysma im Hirn. Er muss zeitnah operiert werden und ich werde das mit ihm durchstehen. Ich hoffe, du verstehst das. Du bist also... wirklich in ihn verliebt, kann das sein? Das ist einfach so passiert. Da kann niemand was dafür, dass... Oh, Heiko! Mann! Dafür kann auch niemand was. Geht's? Ja. Sicher? Ja, passt schon. Tut mir leid, Dr. Fenrich. Dann bestehe ich eben darauf, persönlich mit Professor Römer zu sprechen. Weil ich dem Patienten gesagt habe, dass wir ihn operieren werden. Ja, danke. Heiko. Nur damit du auf dem Laufenden bist. Meine Frau hat ein Verhältnis mit diesem Typen da oben. Und sie will mit ihm zusammenbleiben. Heiko, gib Hermine einfach ein bisschen Zeit. Die beiden sind doch völlig durcheinander. Nee, die sind nicht durcheinander. Die sind ziemlich klar und präzise in ihren Aussagen. Also vielen Dank dafür. Arschloch. Heiko, es tut mir leid. Ich werde jetzt einfach Zeit brauchen, um mir über alles klar zu werden. Eigentlich ist es doch ganz einfach. Du stehst hier vor mir,
Wir wohnen zusammen. Wir wollen heiraten. Was fühlst du? Genau jetzt, wenn du mich anschaust. Hau ab. Nina, ich weiß nicht, was es ist. Ich liebe dich. Aber das mit Hermine, das... Hau ab! Du sollst verschwinden! Das soll Professor Römer gesagt haben, ja? Die Chancen einer erfolgreichen OP beziffert er im Gegensatz zu Ihnen, Dr. Gruber, auf deutlich unter 10%. Er möchte lieber erst eine stereotaktische Bestrahlung vornehmen und dann weitersehen. Da wird es aber nichts weiter zu sehen geben, weil diese stereotaktische Bestrahlung in diesem Fall nichts bringen wird. In diesem Fall ist es aber nur Ihre Meinung, Dr. Gruber. Ja, aber es beruhigt euch doch. Ich meine, das einzige Problem ist, was wir hier haben, dass Tom Ostermeier das Gerinnungsmittel nicht verträgt. Und hier gibt es ein neues synthetisches Gerinnungsmittel, das demnächst auf den Markt kommt. Auf das er nicht allergisch reagiert. Genau. Wir könnten operieren und wären wahrscheinlich erfolgreich. Ja, so viel zur Theorie. In der Praxis ist aber so, dass wir an dieses Medikament nicht rankommen werden. Es ist zwar marktentwickelt und ausgereift, aber noch nicht offiziell zugelassen. Vielleicht hast du eine Idee. Wenn, dann du. Fuck. Aber es ist gar nicht mehr so verkehrt. Alexander, ich danke dir. Danke. Ich nehme an, Heiko hat dich geschickt. Nein. Tom, es gibt vielleicht eine Möglichkeit, dich zu operieren, ohne Folgeschäden. Es ist so, es kommt demnächst ein synthetisches Gerinnungsmittel auf den Markt, das du vertragen würdest. Das heißt, die OP hätte wesentlich mehr Chancen, erfolgreich zu verlaufen. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist demnächst zu spät. Das hängt davon ab, wann wir das Mittel kriegen. Die Firma, die es herstellt, ist die Zendion. Das ist nicht dein Ernst. Kennst du die? Was ist los? Heiko ist der Entwicklungschef. Scheiße. Und deswegen muss ich dringend mit ihm sprechen. Wenn ich ihn anrufe, geht er nicht ans Handy. Jetzt wollte ich dich bitten, ob du ihn anrufen kannst. Wenn ich ihn anrufe, wird er genauso wenig angehen. Doch. Weil er dich liebt. Wir haben bei Tom im Vorderhirn ein Aneurysma entdeckt. Ja, das hat Hermine erwähnt. Wir müssten ihn eigentlich so schnell wie möglich operieren. Aber er reagiert allergisch auf alle natürlichen Peptide. Du weißt, was das heißt. Auch auf das Cytomol. Weißt du was? Red einfach nicht weiter, ja? Ja. Das ist unsere einzige Möglichkeit, Heiko. Mal auf, du. Ich soll euch ein Medikament geben, das keine offizielle Zulassung hat? Sondern spinnst du eigentlich? Erstens ist das illegal, zweitens kostet mich das meinen Job und drittens, ganz ehrlich, nicht für den Stecher meiner Frau. Okay,
Hör mir mal kurz zu, Heiko. Es geht hier nicht nur um Tom, es geht auch um Hermine. Dass es ihr schlecht geht, wenn es ihm scheiße geht, das wissen wir. Aber wir wissen nicht, wie ihr Körper reagiert, wenn er stirbt. Lass dir einfach mal ein bisschen Zeit. Weißt du, man kann sich auch entlieben. Ha? Jetzt geh schlafen. Wollten wir nicht in die Klinik? Ist wichtig. Ich habe Angst. Was mit dir, wenn ich es nicht schaffe? Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Morgen. Da bist du gelandet. Ja, hast einen Kaffee. Danke. Brauchst du eine Tablette? Nee, es geht schon. Heiko, hör mal zu. Du weißt noch, was wir gestern geredet haben, ne? Ja. Keine Chance. Ich würde der Firma schaden und mir selber. Es ist Toms einzige Chance, Heiko. Und das weißt du. Gib Hermine den Raum und die Zeit, mit ihm gemeinsam da durchzugehen und zeige, dass du den Mut hast, ihm zu helfen. Bitte. Na ja, stimmt ja. Du glaubst ja immer noch, dass man sich erfolgreich entleben kann, aber weißt du was? Sie ist weg, ich habe sie verloren. Tom? 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 Tom! Hilfe! Hey. Ich glaube, dass Hermine die Kraft hat, Tom hinter sich zu lassen, wenn du ihr zeigst, dass du den Mut und die Größe hast, sein Leben zu retten. Bitte. Entschuldige. Ja. Alte Scheiße. Alles klar, wieder unterwegs. Ich muss los. Tom ist zusammengebrochen. Martin, ist. Er ist einfach umgefallen. Von einer Sekunde auf die andere. Okay, Puls, Oxy-Amo-Battle. Okay, Atmung, Schlag. Okay. Tom! Oh.
Okay, Patient Prädikat mit Zahlzeichen schwach, Atmung flach. Intubation vorbereiten. Meinst du, es ist das Aneurysma? Dann können wir ausgehen. Entweder ist es geplatzt oder gerissen. Okay, los geht's. Doch, Sie machen das jetzt genauso, wie ich Ihnen das gerade gesagt habe. Ja, ich übernehme die Verantwortung. Ja, bis dann. Hallo, was ist denn passiert? Tom hat einen Unfall und ich habe gerade meine Karriere beerdigt. Wiedersehen. Tom Mustermeier. Drucksystolisch eine 50, Frequenz 60. Er ist mir auf der Piste zusammengebrochen und Ski gefahren. Okay. Übernehmen. Alles klar. Notfall-CT vorbereiten. Schwester Franzi, rufen Sie sofort den Neurochirurgen an. Okay, eins, zwei, drei. Ja. So. Ja, schau, jetzt ist der Kopf ein bisschen hoch. Komm. Nicht mal gesagt, dass er krank ist. Das mit dem Aneurysma, das habe ich eben erst von den Ärzten erfahren. Also, es sieht so aus. Hermine hat wieder eine unruhige Herzfrequenz, aber wir beobachten sie und hoffen, dass sie stabil bleibt. Also das Problem haben wir im Griff. Und Tom? Da haben wir leider ein richtiges Problem. Da hat eine Einblutung am Aneurysma stattgefunden. Deswegen ist auch umgekippt. Wir müssten eigentlich so schnell wie möglich operieren, aber Martin, wir können nicht. Martin! Du, wir können nicht. Was? Das Medikament ist unterwegs. Mit dem Kurier aus München ist circa eine Stunde hier. Danke. Sag deiner Frau, sie kann ihn haben. Intensivstation, Schwester Claudia? Ja, Moment. Dr. Kahnweil, ich möchte Sie dringend sprechen. Danke. Alexander? Okay. Danke dir. Dankeschön. Wie lange habe ich geschlafen? Ein paar Stunden. Tief und fest. Wie geht's, Tom? Die OP ist gut gelaufen. Er ist stabil. Alles gut. Also keine Blutung? Nein, keine Blutungen. Dank eines neuartigen, dankenswerterweise uns zur Verfügung gestellten Medikamentes. Heiko hat... Mhm. Heiko hat... War Tom wieder ganz gesund? Ja, ich gehe davon aus.
Dafür ist es wirklich getan. Ja. Ich weiß, danke ist vermutlich ein zu kleines Wort, aber trotzdem. Naja, auf jeden Fall ist klar, dass du nicht des Geldes wegen zu mir zurückkommen würdest. Ich bin arbeitslos, also überlegst du lieber. Danke. Tom, hi. Wie fühlst du dich? So ein bisschen, als hätte man mir ein Stück Hirn rausgeschnitten. Okay. Die OP ist jedenfalls gut verlaufen. Es wird ein bisschen Zeit brauchen, dann bist du wieder auf deinen Beinen. Es war knapp, mein Lieber. Sehr knapp. Ist alles raus? Aus dem Kopf? Den medizinischen Teil dieser Frage kann ich zumindest mit Ja beantworten. Danke dir. Du weißt, wem du danken musst. Ja. Ich hab hier einen Brief. Den hat mir Nina gegeben, für dich. Den muss ich vermutlich nicht lesen, um zu wissen, was drin steht. Nein, vermutlich nicht. Und Hermine? Geht's dir gut? Ja, es geht dir gut. Lieber Tom, ich habe nie etwas anderes gekannt. Ich bin dir nicht böse, denn ich habe verstanden, dass du nichts dafür kannst. Es gibt Mächte, die sind stärker als wir. Aber ich habe auch verstanden, dass mein Leben nun nicht mehr festgeschrieben ist, dass ich frei bin. Vielleicht werden wir uns eines Tages wiedersehen, doch jetzt muss ich mein neues Leben entdecken. Ich wünsche dir nur das Beste und das Schönste und dass du wieder ganz gesund wirst. Und dass du eine Liebe findest, die größer ist als unsere war. Nina. Ein simpler, netter Besuch von ein paar alten Freunden. Mehr sollte es nicht sein. Und was ist wieder mal Chaos? Ja, klar ist Chaos. Das ist unser Schicksal. Ja, hallo, wenigstens ist keiner gestorben, oder? Ja. Aber zwei Beziehungen sind in die Brüche gegangen. Na ja, warten wir es mal ab. Ja? Ja? Hey. Schön, dich zu sehen. Schön, dass es dir wieder besser geht. Wie geht's deinem Herz? Schlägt. Und die Albträume? Sind weg. Meine auch. Das ist alles ganz schön weit weg. Die Zeit mit dir, die werde ich niemals vergessen. Ich auch nicht. So, alles dabei, Ladegeräte, Zahnbürsten. Ciao. Wir hören. Mach. Tschüss, danke. Komm gut heim. Die kriegt das hin? Das hoffe ich sehr.
Ihr ruft an, wenn ihr da seid. Machen wir. Und was macht jetzt der Tom? Er hat Pläne, hat er mir verraten. Sich mit der Nina versöhnen? Nein, er meint, er muss seinen Vater suchen. Da gibt es irgendeine alte Geschichte, um die er sich kümmern muss. Es geht um ein altes Motorrad oder so. Jetzt ist aber mal eine Zeit lang Ruhe, ja? Ja, Mama. Oh. Hast du noch ein Eierlikör? Und? Eine Skitour? Na, heute nicht mehr.